um 22 Uhr im Zentrum die Live-Diskussion in ORF 2. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Läuft da nicht im Burgenland und in der Steiermark gerade ein Landtagswahlkampf an? Ja, und so erklärt sich auch so mancher, dass die dortigen Landeshauptmänner sehr plötzlich und ganz gegen die sonstigen Gepflogenheiten der Sozialdemokraten Defizite bei der Integration spüren und gar Sanktionen für Integrationsunwillige einfordern. Solche Themen hatte bisher die FPÖ bei Wahlkämpfen quasi für sich gepachtet, also reine Wahlkampfstrategie, die in der SPÖ ja beileibe nicht überall gut ankommt. Oder denken die Roten um? Integration, alte Sorgen, neue Töne, das ist heute mein Thema. Und so kam die Diskussion ins Rollen. Wir müssen auf Basis unserer Rechtsordnung Möglichkeiten schaffen, Integrationsunwilligkeit ahnden zu können. Diese Freiheiten, die Demokratie, die Trennung zwischen Religion und Staat, ich glaube, das ist bei uns sehr, sehr wichtig und das müssen alle leben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss es natürlich auch Konsequenzen geben. Schützenhilfe bekommen die beiden roten Landeshauptleute vom Koalitionspartner in Gestalt des Integrationsministers. Der kann sich Geldstrafen für Eltern integrationsunwilliger Schüler vorstellen und hält es für richtig, diese Schüler zu verpflichten, einen Dienst am Schulstandort zu leisten. Aus der eigenen Partei hagelt es dagegen scharfe Kritik. Die Partei Jugend spricht von rechten Rülpsern. Und Wiens Bürgermeister Michael Häupl glaubt, bei Voves Pegida-Töne zu hören. Strafen für Integrationsunwilligkeit, eine längst überfällige Maßnahme oder einfach nur Wahlkampftaktik? Und dieser parteipolitischen Dimension dieser ganzen Debatte wollen wir uns zu Beginn zuwenden. Und ich begrüße bei mir im Studio den burgenländischen Landeshauptmann Hans Nistel. Guten Abend. Guten Abend. Auf der anderen Seite die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend, Julia Herr, bei mir im Studio. Guten Abend, willkommen. Und ich begrüße den Chef der oberösterreichischen Freiheitlichen, Manfred Heinbuchner. Auch er hat heuer noch Wahlen zu schlagen. Guten Abend Ihnen allen. Danke fürs Kommen. Herr Landeshauptmann, ich möchte gerne mit Ihnen beginnen mit der Frage, hat die SPÖ Ihrer Einschätzung nach tatsächlich jahrelang weggeschaut, wie der steirische Landeshauptmann Franz Voves gesagt hat, vor lauter Angst ins rechte Eck gestellt zu werden? Also ich denke, dass die SPÖ nicht weggeschaut hat, denn das Burgenland ist ein Musterbeispiel für gelebte Integration. Wir haben die höchste Kinderbetreuungsquote aller österreichischen Bundesländer gemeinsam mit Wien. Also vom ländlichen Gebiet die höchste Betreuungsquote. Wir haben die kleinsten Volksschulklassen, haben flächendeckend die neue Mittelschule eingeführt mit kleinsten Gruppen. Und die Bildung ist die Basis für eine erfolgreiche Integration. Und für uns gilt gleiche Rechte, gleiche Pflichten. Da ist kein Unterschied zu machen. Das leben wir. Und man muss immer wieder überlegen, was man besser machen kann. Und deswegen hat es auch Vorschläge von mir gegeben, die ja schlussendlich alle aufgegriffen wurden. Da ist kein Vorschlag dabei, wo das Bundesparteipräsidium gesagt hat, das lehnen wir ab. Ich habe gefordert, das zweite Kindergartenjahr verpflichtend zu machen. Ich bin dafür, dass es einen Demokratieunterricht gibt. Demokratieunterricht, der beinhaltet Ethikunterricht, Staatskunde und viele andere Bereiche, die Erwachsenenbildung auszubauen. Das ist alles einstimmig beschlossen worden. Deswegen verstehe ich eigentlich die Aufregung nicht. Denn alles, was ich vorgeschlagen habe, ist jetzt Gegenstand von Verhandlungen mit der ÖVP und soll eins zu eins umgesetzt werden. Ja gut, also so ganz problemlos, wie Sie es jetzt darstellen, kann es ja aber nicht sein, wenn da neue Maßnahmen aus Ihrer Sicht und aus der von Franz Voves offenbar nötig sind. Wenn jetzt der Wiener Bürgermeister Franz Häupl seinem Kollegen Franz Voves in der Steiermark Pegida-Sprache vorwirft, passiert dann nicht genau das, was da zu befürchten war, nämlich, dass man ins rechte Eck gestellt wird, wenn man solche Forderungen in der SPÖ mal laut ausspricht? Also insofern, diese Forderungen, die ich gestellt habe, haben ja nichts mit rechts oder links zu tun, sondern die haben damit zu tun, dass die Frühkindpädagogik verbessert wird, dass der Unterricht verbessert wird, dass die Erwachsenenbildung verbessert werden und dass vor allem auch der Status der Pädagoginnen und Pädagogen verbessert wird, wo es mehr Psychologen geben soll, wo es Sozialarbeiter in den Schulen geben soll im verstärkten Ausmaß. Also das ist ja, glaube ich, nachvollziehbar, dass das gut ist. Und
wenn man in der Vergangenheit vieles getan hat, dann heißt das nicht, dass für alle Ewigkeit sich im Bereich der Integration nichts ändern soll. Wir müssen immer schauen, welche Bereiche zu verbessern sind. Und ich habe da eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht, auch der Franz Wobis und auch der Michael Häupl. Aber Sie wissen natürlich, dass für Aufregung gesorgt hat die Ansage, man müsse, wenn das alles nicht so klappt, auch mal zur Strafkeule greifen, Frau Herr. Und das war dann wohl auch für Sie der Anlass, zu sagen, das seien rechte Rülpser Ihrer Parteifreunde. Aber gestatten Sie mir die Frage, wieso sind das rechte Rülpser, wenn Probleme mit der Integration offen angesprochen werden? Probleme der Integration offen ansprechen, ich glaube, das ist kein Problem. Ich glaube, das ist sehr sinnvoll, wenn man das tut und wenn man offen auch über das Thema Migration oder Asyl spricht. Alle Forderungen, die der Herr Landeshauptmann jetzt aufgezählt hat, würde ich ja auch sofort unterschreiben und die sozialistische Jugend würde jubelnd aufstehen, wenn diese Dinge umgesetzt sind. Das zweite Kindergartenjahr gratis und flächendeckend einsetzen oder auch bei der Bildung einfach mehr investieren, politische Bildung als Schulfach. Alles, was jetzt aufgezählt worden ist, finden wir sehr gut. Wo wir uns ein wenig gestoßen haben, war der Begriff der Integrationsunwilligkeit, weil der schon sehr viele Fragen aufwirft, weil wer definiert, was, wie willig man ist, sich zu integrieren oder auch nicht, ist die Frage, würde ich diesen Test dann bestehen? Ich höre nicht gern Andreas Gabalier, ich schaue auch nicht gern Fußball oder war noch nie beim Nachtslalom, ich esse auch nicht gern Schnitzel. Da ist halt schon immer die Frage, was heißt es, sich zu integrieren? Das kann ja sowieso in Österreich nicht jeder tun und lassen, was er will. Es gibt einen Rechtsstaat und der muss für alle gelten. Wir sagen ganz klar Nein dazu, dass man zusätzliche neue Rechtsrahmen nur für Menschen mit Migrationshintergrund schafft. Das ist Diskriminierung. Und das ist für Sie eben, das sind für Sie eben diese rechten Rülpser. Der steirische Landeshauptmann hat auch reagiert auf Ihre Kritik. Er hat gesagt, das sei ziemlich bescheuert, was Sie da gesagt haben. Ich habe den Eindruck, in dieser ganzen Debatte wird in der SPÖ ziemlich tief in die Schimpfwortkiste gegriffen. Ist man da so nervös bei diesem Thema Integration? Wieso eigentlich? Man ist bei dem Thema nicht mehr nervös wie bei jedem anderen Thema. Also ich habe sonst noch nie gehört, dass ein SPÖ-Politiker eine Parteikollegin oder ihre Aussagen bescheuert oder rechte Rülpser in der eigenen Partei. Das ist mir jetzt schon neu. Ja, es kann ja jeder jeden anderen. Ich glaube, es muss ja auch eine Diskussion in der SPÖ möglich sein. Wir sind ja keine Einheitspartei, wo es einen Zwang gibt. Ich glaube, die Diskussion kann auch sinnvoll sein für eine Partei. Ich glaube nicht, dass unsere Kritik bescheuert war, wenn selbst Landeshauptmann Häupl uns hier zustimmt und selbst sagt, das klingt nach Pegida-Tönen und nicht nach einer Sozialdemokratie. Die Sozialdemokratie braucht sich überhaupt nicht vor dem Thema Migration fürchten oder das auch der FPÖ gar zu überlassen. Sie hat ja eigentlich die besten Vorschläge, weil wenn es um das Thema Bildung zum Beispiel geht, dann ist das ja oft eine soziale Frage und überhaupt nicht die Frage der Migration. Weil wie gut man sich in der Schule tut oder wie weit man da auch kommt, ob es bis zur Matura beispielsweise geht, ist meistens eine soziale Frage und eine Frage des sozialen Standortes der Eltern und hat oft mit Migration zum Beispiel gar nichts zu tun. Weil wir dann noch ausführlich mit unseren Expertinnen drüber reden. Herr Heimbuchner, Sie treten ja auch im Herbst zu Wahlkampf, zu Landtagswahlen an und die Frau Herr hat es jetzt schon angesprochen, es braucht sich in der SPÖ niemand zu fürchten, auch nicht vor den Freiheitlichen. Aber müssen Sie sich nicht jetzt langsam fürchten, dass Ihnen die SPÖ Ihr bisher immer wichtigstes Wahlkampfthema, das Thema Migration, irgendwie abspenstig macht? Nein, ich fürchte mich überhaupt nicht. Furcht ist kein guter Berater in der Politik, aber die Menschen fürchten sich vor der Islamisierung. Wir haben vor kurzem eine OGM-Umfrage in Auftrag gegeben und 67% der Oberösterreicher sagen laut dieser Umfrage, dass sie sich vor Islamisierung fürchten und dass sie der Meinung sind, dass die Behörden zu wenig getan haben. 67%. Und ich bin ja jetzt fast ein wenig überrascht, dass es hier Frieden gibt zwischen der sozialistischen Jugend und der SPÖ. Aber wenn der Herr Landeshauptmann Wobis aus der Steiermark sagt, es hat hier Versagen gegeben der SPÖ und er hat ja auch alle Bundesfunktionen innerhalb der SPÖ zurückgelegt, ja, dann ist das meines Erachtens ein Wahnsinn. Und was fällt dem Herrn Kollegen Häupl in Wien ein, dass er sagt, auf die Frage hin, ja, was sollte man denn machen, wenn ein Türke zum Beispiel seine Kinder nicht in die Schule schickt und nicht teilnehmen lässt am Schwimmunterricht, dann würde er das Ohrwaschel abreißen. Also wenn das ein Freiheitlicher sagen würde, und das ist ja auch keine vernünftige Antwort, das ist dann Scharia offensichtlich auf Wienerisch. Und das geht's nicht, sondern wir müssen uns die Frage stellen, wer darf nach Österreich kommen. Das ist einmal der Punkt Nummer eins. Und der Punkt Nummer zwei ist, wer die Regeln in unserem Staat nicht akzeptiert, der muss ganz einfach auch Sanktionen verspüren. Aber es fängt schon früher an. Ein
großer Sozialstaat wird eine große Zuwanderung nicht vertragen. Und SPD-Bundeskanzler Schmidt hat einmal gesagt, man darf aus Deutschland, aus Frankreich, aus England nicht Einwanderungsländer machen. Das vertragen die Gesellschaften nicht. Und Rot und Grün haben sich letztendlich, ich würde mal, entfernt vom Volk. Die Politik hat sich entfernt vom Volk. Die Eliten, die politischen Eliten haben sich entfernt vom Volk. Und ja, die Menschen haben natürlich Angst. Was sind sie? Terrorismus, Scharia, Enthauptungen, Integrationsunwilligkeit. Also, 73. Vielleicht wollen wir das nicht alles in einem Atemzug nennen, aber ich glaube, das sind schon ganz unterschiedliche Dinge, wichtig. Die Sie da jetzt anführen. Wir wollen heute nicht über Terrorismus und Scharia reden, sondern über Integration und allfällige Probleme, die es damit gibt. Mich würde interessieren, spüren Sie jetzt durch diese SPÖ-Debatte gewisse Signale der Annäherung bei diesem Thema an die FPÖ oder zwischen SPÖ und FPÖ? Also das, was der Herr Landeshauptmann Nissl gesagt hat, ist ja sehr vernünftig. Wichtig für mich ist, dass man sich jetzt aus dem Funktionärsbunker mal heraustraut und einmal sagt, ja, dann stimmen wir eben den Anträgen auch der FPÖ zu. Wir haben vor kurzem im Oberösterreichischen Landtag hier einen entsprechenden Maßnahmenkatalog vorgestellt. Dieser wurde abgelehnt, aber ich habe mit sehr vielen Sozialdemokraten zu tun in meinem alltäglichen Leben, im politischen Leben. Und da sieht man ganz einfach, dass es hier ja einen großen Unterschied, eine große Differenz gibt zwischen der sozialistischen Jugend und den pragmatischen Sozialdemokraten. Fragen wir mal, Frau Herr, der Herr Landeshauptmann Nissl hat eine Befragung durchführen lassen, eine Mitgliederbefragung in der SPÖ Burgenland. Und da haben 89% der Mitglieder, die da mitgemacht haben, haben gesagt, nach der Wahl soll die SPÖ mit allen Parteien verhandeln, auch mit den Freiheitlichen. Finden Sie das gut? Nein, habe auch nicht so abgestimmt, dann gehöre ich zu den wenigen Prozenten, die dagegen gestimmt haben. Ich glaube, die Töne, die jetzt gerade man wieder gehört hat, haben ganz klar gezeigt, warum, wenn man immer, wenn es um das Thema Migration geht, sofort über den Terror spricht und sofort über Enthauptungen spricht, wie jetzt gerade passiert ist, dann zeigt das ganz klar, was man hier für Unterstellungen ständig Migranten und Migrantinnen in Österreich zukommen lässt. Nicht jeder Migrant ist überhaupt einmal Muslime und nicht jeder Muslime ist für Enthauptungen. Das wird immer alles in einen Topf geschmissen. Und so darf in einer SPÖ nicht diskutiert werden. Und solche Annäherungen, inhaltliche, dürfen auch auf keinen Fall passieren. Weil was da jetzt schon wieder gesagt wurde, war Schubladendenken per se. Ja, Herr Landeshauptmann, Sie haben trotzdem gesagt, ja, mit dem Ergebnis dieser Befragung können Sie leben. Und das werden Sie dann auch so machen. Da haben wahrscheinlich viele Ihrer Parteifreunde keine Freude damit, oder? Ja, Sie haben ja das Ergebnis schon erwähnt. Wenn von 30.000 Befragten 16.000 an einer Befragung teilnehmen und davon 89% sagen, dass man mit allen Parteien sprechen soll und mit allen Parteien auch über Inhalte reden soll und dann mit jener Partei eine Koalition gemacht werden soll, mit der man am meisten übereinstimmt, dann ist ja das ein klarer Auftrag. Ich kann ja nicht sagen, dass 89% wenige sind und 11% viel sind. Ja, also insofern ist es klar. Und von den 11% haben wir nicht 11% gesagt, keine Koalition mit der FPÖ, denn da hat es Stimmen gegeben, die gesagt haben, keine Koalition mit der ÖVP, keine mit der FPÖ und keine mit den Grünen. Ja, also insofern ist das ein klarer Auftrag und ich bin ein Politiker, der seit 14 Jahren als Landeshauptmann jedes Wochenende unterwegs ist, mit den Menschen redet und genau weiß, was die Menschen denken. Und deswegen haben wir auch die Umfrage gemacht, weil ich der Meinung bin, dass man hier mit allen reden soll und das werden wir auch tun. Sie wissen, was die Menschen denken. Man muss die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen. Das sagen Politiker recht gerne. Aber wo drückt denn der Schuh tatsächlich beim Thema Integration? Marlene Kaufmann hat sich auf einer Wiener Einkaufsstraße umgehört, ob Integration funktioniert oder nicht und woran man das festmachen kann. Im Prinzip glaube ich, dass es zu wenig funktioniert, die Integration. Es gibt keine Höflichkeit, es gibt kein Benehmen, es gibt nur ich bin ich. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass die Menschen lernen Sprache und integrieren sich, zusammenleben und ja, das ist sehr wichtig. Du bist ja ein Österreicher, also das sollte schon sein und du sollst ja anpassen an uns, nicht mir, an die Ausländer vielleicht. Ich bin auch selbst türkischer Migrationshintergrund, ja. Ja, aber es gibt Leute, die sind schon seit 20, 30 Jahren da und brauchen noch immer Dolmetscher zum Arzt gehen oder so. Ne? Das finde ich nicht ganz in Ordnung. Ich bin Türke, aber Ausländer, aber ich mische 28 Jahre Wien, ist zusammen mischen, ist kein Problem.
Wenn sich der nicht integriert, dann ist das das, dass er nicht unsere Kultur annehmen mag, dass er seine mitbringen mag. Das würde mich stören. Ob er Deutsch kann oder nicht, ist mir wurscht. Ich finde, jeder Mensch soll seine eigene Kultur bleiben und seine eigene Sprache bleiben. Und natürlich muss ich auch mich integrieren in eine Gesellschaft, aber das heißt nicht unbedingt, dass ich alles annehmen muss. Ich bin eine Tierschützerin, aber wer sich nicht integrieren will, der soll dort bleiben, wo er war. Stimmt's? Also was das eine mit dem anderen zu tun hat, darüber dürfen wir jetzt rätseln. Aber wir reden jetzt darüber, welche Probleme denn augenscheinlich sind bei der Integration. Und in der Zwischenzeit hat sich unsere Runde erweitert. Ich begrüße bei uns in der Runde die grüne Landtagsabgeordnete und Migrationssprecherin Vahide Aydin aus Vorarlberg, geboren in der Türkei. Guten Abend, herzlich willkommen. Bei mir ist die Migrationsforscherin Barbara Herzog-Punzenberger. Sie forscht und lehrt an der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Schön, dass Sie da sind. Und die Bildungswissenschaftlerin Amani Abu-Zahra, Tochter palästinensischer Einwanderer, in Österreich geboren. Sie lehrt an der Katholisch-Pädagogischen Hochschule Wien und Krems. Ihnen allen schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Wir haben gerade in der Straßenbefragung gehört, da kommt viel Kritik, Frau Herzog-Punzenberger, an meistens an mangelnden Deutschkenntnissen. Alles andere sind eher so diffuse Wahrnehmungen, vielleicht auch diffuse Ängste. Was erfahren Sie eigentlich in Ihrer Forschungsarbeit, vor allem in der Zusammenarbeit mit Lehrerinnen, von denen ja in den letzten Tagen sehr viel die Rede war, wo da die Probleme liegen? Ja, also ich würde auf jeden Fall betonen, dass die interkulturelle Öffnung der Schule, der österreichischen Schule, erst am Weg ist. Wir haben lange Zeit eben keine verpflichtende Aus- und Weiterbildung für Lehrerinnen gehabt in diesem Themenbereich Migration, Mehrsprachigkeit, Interkulturalität. Die Schülerinnenschaft hat sich stark verändert in der Zusammensetzung und die Lehrerinnen müssen natürlich hier kompetent gemacht werden. Diese Probleme haben unter anderem damit zu tun, dass es die Fortbildungen, Weiterbildungen, dass es hier schwierig ist, Lehrerinnen zu verpflichten. Es muss da in der Schulentwicklung einfach auch neue Wege gegangen werden. Das ist einmal sozusagen der Lösungsansatz, aber die Frage ist, wo ganz konkret bestehen die Probleme? Man muss ja nur hinhören. Und da werden viele Lehrerinnen erzählen, wie das so ist, wenn man es mit Schülern zu tun hat, die, sagen wir mal, die Autorität von Frauen zum Beispiel nicht anerkennen wollen. Die Lösungsansätze, also wenn solche Sachen vorkommen, dann im Austausch mit Lehrerinnen und Schulleiterinnen sehe ich immer dort, und das wurde mir auch jetzt wieder in den letzten Tagen bestätigt, in der Kommunikation mit den Eltern. Es wurde mir von Schulleiterinnen gesagt, sie haben noch nie Eltern getroffen, die froh waren darüber, dass ihre Kinder nicht zur Schule gegangen sind. Ich halte das für eine Scheindiskussion, diese Schulverweigerungsdebatte, dass man Eltern strafen soll und dann gibt es sozusagen weniger Schulverweigerung. Es gibt da das Problem, dass wir keine Zahlen dazu haben. Also wie viele Schülerinnen sind das, die das betrifft? Welche Gründe gibt es? Spricht man mit den Schulpsychologinnen darüber? Dann hat man da eine ganz klare Palette. Es geht eigentlich nie darum, dass Eltern sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind in die Schule geht. Also das ist von den Schulleiterinnen, die aus Schulen kommen, wo sehr hohe Anteile sind am Migrationshintergrund. Wir versuchen jetzt einmal das Problem zu identifizieren und dann über Lösungsansätze zu sprechen. Frau Abu-Zahra, Sie sagen ja, und das haben Sie neulich in einem Gastkommentar auch erwähnt, man darf in dieser Diskussion nicht gleich mit dem Finger auf Migrantinnen und Migranten zeigen, also ähnlich wie es die Frau Herr jetzt gerade auch gesagt hat. Aber ist es für Sie in Ordnung, wenn ein Bursche sich ganz einfach weigert, von einer Lehrerin zum Beispiel unterrichtet zu werden, weil er sagt, von einer Frau lasse ich mir nichts anschaffen? Ich glaube zum einen, ganz klar, natürlich ist es für mich nicht in Ordnung. Und ich glaube, das kann niemand unterstreichen oder niemand unterstützen. Also aber es kommt vor. In der islamischen Glaubensgemeinschaft, also gibt es auch dazu eine ganz klare Haltung. Und ein weiterer Punkt dazu, das ist jetzt sehr oft gekommen und es gibt verschiedene Debatten darüber, über Verweigerungen am Schulunterricht zu nehmen oder dass man eben auch mit Pädagogen, mit Lehrerinnen spricht etc. Und wir verschleiern da eine gewisse Debatte. Also wir vermischen ja verschiedene Themen und fokussieren uns in diesem Wahlkampfjahr auf das Thema Migration, auf das Thema Islam, schießen uns da ein
und tun uns aber damit nichts Gutes, also Österreichs Bildungspolitik nichts Gutes, indem wir eigentlich übersehen, was denn die eigentlichen Probleme sind. Denn die Debatte dreht sich ja darum, was ist das Problem, worum geht es denn? Und es hat weniger mit einer vermeintlichen Integrationsunwilligkeit zu tun, wo eigentlich bis jetzt niemand ganz klar definieren kann, was bedeutet das eigentlich, sondern vielmehr, dass die Bildungspolitik und die Bildung in Österreich reformiert gehört. Also dass man hier auf verschiedene Probleme eingeht und dass man auch einfach auch schaut, wie kann man das lösen. Und nämlich ein konkretes Problem ist, dass Angehörige oder Schüler, Schülerinnen einer bildungsfernen Schicht vor allem auch hier bleiben, bei dieser Schicht bleiben und es hier keine Bildungsgerechtigkeit gibt. Sie sagen uns also, Frau Abuzara, das alles ist ein Problem, das hat gar nichts mit gewissen Erziehungsansätzen oder Familienleitbildern in Familien muslimischen Glaubens irgendwie zu tun? Na, ich würde sagen, wir sollten diese religiöse oder diese ethnische Brille absetzen und vor allem auch diese Ganzheitlichkeit eines Problems sehen und in erster Linie erkennen, es ist ein soziales Problem. Ist ein soziales Problem. Und wenn es zum Beispiel Schüler, Schülerinnen gibt, die sich schwer tun, beim Unterricht mitzukommen oder vielleicht auch verschiedene Probleme haben, soziale Probleme haben, dass es eigentlich egal ist, ob das jetzt die Aisha oder die Anna ist, der Kevin oder der Ali. Es gibt auch Pädagoginnen, die das eben auch bestätigen. Die sagen, es ist total egal, von welcher Glaubensgemeinschaft, von welcher ethnischen, kulturellen Zugehörigkeit die kommen. Was erkennbar ist, dass es vor allem Kinder sind, die aus sozial schwachen Familien kommen. Und unser Schulsystem in Österreich ist so aufgebaut, dass es hier sehr viel Unterstützung von zu Hause braucht, um erfolgreich zu sein, auf allen Ebenen. Und das ist natürlich ein Problem. Also wenn wir die religiöse Brille aufsetzen und sagen, es sind die Muslime, es sind die muslimischen Kinder, die ein Problem haben, dann verpassen wir die Chance, all jenen zu helfen, all jene zu unterstützen, die genauso eine Förderung, Unterstützung brauchen würden, da es eben sehr stark mit einer bildungsfernen Schicht zu tun hat. Darum geht es mir. Vielleicht konzentriert das Problem ja auch deswegen ansatzweise auf Musliminnen und Muslime, weil sie eben die größte Zuwanderergruppe darstellen. Aber Frau Edin, wenn man mal mit Lehrerinnen spricht, in Schulen zum Beispiel in Wien, wo es einen sehr hohen Migrantenanteil gibt, dann erzählen die ja auch diese Probleme. Man braucht nur ein bisschen hinzuhören. Und da frage ich Sie jetzt, verstehen Sie, dass Lehrkräfte manchmal an Grenzen stoßen und einfach nicht mehr weiter wissen, wie sie mit solchen Kindern umgehen sollen? Natürlich verstehe ich Sie. Aber im Grunde genommen, da kann es nicht sein, dass man dann von der Politik her kommt und mit Strafen und Sanktionen einfordert. Und da denke ich mir sowohl, angefangen von dem Herrn Voves, Niesl und bis zum Herrn Kurz, dass sie wirklich die Versäumnisse der letzten 50 Jahre in der Integrationspolitik und Bildungspolitik mit solchen Sanktionen in dem Sinne verklären und danach nach dem auch fordern. Und da denke ich mir, wäre es seriöserweise zu diese Debatte, diese Versäumnisse einzugestehen und sagen, was machen wir? Diese Menschen sind, es hat nicht ein Problem der Herkunft, sondern es ist ein Problem der Bildungsschicht und der sozialen Schicht. Da müssen wir hinhören und Zahlen und Fakten hernehmen. Ich habe auch Probleme, wenn ein männlicher Jugendlicher mir gegenüber sich respektlos benimmt, dann habe ich auch damit ein Problem. Aber da würde ich mich hüten, das zu einer Integrations-, also diesen Begriff will ich gar nicht verwenden, zu einem Integrationsunwilligkeit zu bezeichnen. Und da frage ich mich immer, ich habe das wirklich leid. Es wird über die Menschen immer wieder, sie müssen sich integrieren. Sie sollen eben willig sein und sie sind unwillig. Ich würde es gern wissen, sowohl auch eben von den Politikern, die das, die Aussage tätigen. An was machen sie das fest? An was heißt das für sie? Wir haben in dem Beitrag gesehen, jeder versteht unter Integration was anderes. Und kann es sein, wenn wir keine in der Politik nicht einmal eine gemeinsame Definition haben, kann es sein, dass es wirklich in dem Sinne funktioniert? Dann versuchen wir das mal. Was ist denn die gemeinsame Definition von Integration? Reicht es, Herr Landeshauptmann, wenn wir sagen, Integration ist, wenn Menschen, die zu uns kommen, Deutsch sprechen, Deutsch lernen und sich an unsere Gesetze zu halten. Ist das für Sie Integration? Für mich ist das Wichtigste im Bereich der Integration, im Bildungsbereich Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu schaffen,
die für alle Schüler gelten. Na, pardon, andersrum. Wollen wir mal versuchen zu definieren, wann ist denn jemand integriert für Sie? Für mich, ob Schüler dann, oder Erwachsene, sollte es dann am Ende Sanktionen geben und auch Strafen geben für österreichische Schüler und Eltern und auch mit Eltern mit Migrationshintergrund, wenn zum Beispiel die Eltern nicht kooperationsbereit sind, wenn es Probleme in der Schule gibt. Und die gibt es mit österreichischen Schülern und mit anderen Schülern. Das ist ja nicht, das hat ja auch nicht unmittelbar mit Migranten zu tun, sondern da gibt es allgemein Probleme. Und da hat, ist die Schule gefordert, hier Voraussetzungen zu schaffen, dass die Schüler gefördert werden, dass man aber auch fordert und dass es Chancengerechtigkeit gibt. Und das sind die Voraussetzungen. Fördern, fordern, Chancengerechtigkeit. Und wenn man sich nicht an die Schulgesetze hält, dass man nicht in die Schule kommt, dass die Eltern nicht kooperationsbereit sind, ja, dann muss es schlussendlich auch Konsequenzen geben als letzte Möglichkeit. Dass man bessere Rahmenbedingungen schaffen muss, ist klar. Dass man die Eltern motivieren muss und die Kinder motivieren muss und das Angebot verbessern muss. Aber schlussendlich muss auch eine Sanktion geben, sonst ist ja das alles sinnlos. Sonst brauche ich ja gar keine Gesetze. Wir reden noch über Sanktionen, aber ich bemühe mich jetzt gerade von Ihnen allen festzustellen, was verstehen Sie. Wenn ich nicht in die Schule besuche, dann bin ich nicht integriert. Dann bin ich sowohl als Österreicher als auch nicht Migrant integriert. Wenn ich Teil der Gesellschaft sein will, wenn ich Teil der Gesellschaft sein will, wenn ich nicht nur die sozialen Annehmlichkeiten genieße, sondern weil ich Verantwortung übernehmen will in der Gesellschaft. Ich glaube, dann bin ich integriert. Und das ist das Allerwichtigste, mal zu hinterfragen, was verlangen wir von den Menschen, was sind die Menschen, die zu uns kommen, auch bereit, letztendlich zu geben. Und unser Steuersystem und unser Sozialstaat ist halt schon so auch ausgelegt, dass man dort den ersten Tag auch mehr oder weniger die Annehmlichkeiten genießen kann. Und das ist das große Problem. Schauen Sie, das ist ganz einfach so. Vergleichen Sie das mit klassischen Einwanderungsländern, USA, Neuseeland, Australien. Ich verstehe das eigentlich überhaupt nicht. Schauen Sie, ich bin gern das Feindbild Ihrer Hilflosigkeit. Aber man muss einmal schon auch sehen, dass viele Menschen zu uns kommen, weil unser Sozialstaat so ausgerichtet ist. Herr Buchler, und das ist das große Problem. Die Frage war, wie definieren Sie für sich Integration? Wenn man Verantwortung übernehmen will, wenn man Teil der Gesellschaft sein will. Das ist einfach, das ist einfach messbar. Ich sage Ihnen ein ganz ein praktisches Beispiel, mit denen wir alle immer konfrontiert sind. Wenn zum Beispiel Wohnungen vergeben werden, dann ist es in Oberösterreich jetzt Pflicht und deshalb nicht ich eingeführt, sondern das haben sogar die Bauträger eingeführt, Sozialdemokraten maßgebliche Verantwortung tragen, dass man Grundkenntnisse der deutschen Sprache nachweisen kann. Gut, wo ist das große Problem? Da gibt es einen Referenzrahmen, A2 der Europäischen Union. Das ist überhaupt kein Problem, das geht. Die Frage, die ich gestellt habe, reicht es, sich an unsere Gesetze zu halten und Deutsch zu können, um integriert zu sein? Oder würden Sie sich mehr erwarten? Frau Herr, wie schaut es bei Ihnen aus? Also ich finde das ziemlich schwer zu definieren. Und jetzt, was vorgekommen ist, integriert ist der Verantwortung übernimmt. Ja, wie soll man das denn bitte messen? Also Sie fordern einerseits, dass Integrationsunwillige, also die Menschen, die anscheinend nicht gewillt sind, Verantwortung zu übernehmen, das für die Sanktionen geben muss. Ich würde gerne wissen, wie man das misst, einfach, wie viel Verantwortung wer hergeben will und vor allem wer. Das ist die ganze Frage. Wann ist für Sie Integration erfüllt? Ich glaube, Menschen sind dann integriert gut in Österreich, wenn sie teilhaben können am sozialen Leben, wenn sie einen guten Arbeitsplatz finden, wenn sie von der Arbeit auch leben können, wenn sie einen Wohnungsplatz haben, wenn ihre sozialen Bedürfnisse zufriedengestellt sind. Aber das sind ja nicht Dinge, die man ihnen abfordern kann oder abverlangen kann. Welches Maß an Integration würden Sie abseits der Fakten, Sie müssen sich an unsere Gesetze halten und Sie müssen unsere Sprache sprechen, verlangen. Ich glaube, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen, die auch hier geboren sind, müssen sich alle an dieselben Gesetze einfach halten. Ich würde hier keine zusätzlichen Anforderungen für jene Bevölkerungsgruppe oder für jene Bevölkerungsgruppe schaffen. Mhm. Ich glaube, man braucht hier ein Gesetzessystem, vor dem auch alle gleich sind und wird hier nicht Sonderregelungen aufstellen. Kann Ihnen ein gutes Beispiel sagen? Wir haben erst unlängst habe ich einigen Jugendlichen mit Migrationshintergrund den Hauptschulabschluss überreicht. Da ist ein Jugendlicher aus Afghanistan gekommen, der hat über die Volkshochschule den Hauptschulabschluss gemacht und besucht jetzt die HTL. Also insofern
ist das sicher ein positives Beispiel einer Integration, dass ich auch im zweiten Bildungsweg über die Volkshochschule den Hauptschulabschluss mache, und das sind Dutzende. Und auf der anderen Seite damit auch die Möglichkeit habe, einen Beruf zu erlernen oder eine andere Schule zu besuchen. Der besucht konkret die HTL und ist dort auch ein recht guter Schüler und ist auch im Sportverein mit integriert. Also das ist ein typisches Beispiel. Also insofern in der Schule die Integration festzustellen mit mehr Schulpsychologen, mit Sozialarbeitern, das ist ja relativ leicht möglich. Denn wenn es Probleme gibt, wer immer das ist, alle haben die gleichen Rechte, die gleichen Pflichten, kann ich den Schulpsychologen beiziehen, einen Sozialarbeiter beiziehen und schlussendlich auch bewerten und beurteilen, ob es Probleme gibt, in welchem Ausmaß und wie man darauf reagieren soll. Also da finde ich, ist das ein... auch wieder für alle. Also jeder Jugendliche kann ein gewisses Problem haben und kann da einen Schulpsychologen, Psychologin brauchen. Aber das hat mit Migration nichts zu tun. Die Bildung ist die wesentlichste Voraussetzung. Ich glaube, dass Bildung eine gute Möglichkeit für Integration ist. Ich würde gerne die Statistik einbringen. Okay, wir haben viele Anzuschauen. Ja, vielleicht können Sie uns auch, vielleicht gibt es Sie als Migrationsforscherin. Man sollte aber vielleicht auch die Lehrer fragen. Könnten, ja, die meisten E-Mails bekomme ich von den Pädagoginnen und Pädagogen. Es ist hilfreich, oftmals die Statistik anzuschauen. Zum Beispiel, wenn wir uns anschauen, die frühen Schulabgängerinnen. 2/3 der Anzahl der frühen Schulabgängerinnen sind Kinder, sind Jugendliche, die einsprachig deutschsprachig sind. Ja? Mhm. 2/3. 1/3 davon ist mehrsprachig. Also wenn wir von Phänomenen sprechen, zum Beispiel frühe Schulabgängerinnen, ja, Dropouts und so weiter, dann ist nicht die Mehrheit dieser Gruppe sind nicht Jugendliche, die Migrationshintergrund haben oder mehrsprachig sind. Das ist von der Statistik Austria die Statistik, die relevante. Das Auffällige bei dieser Debatte ist ja, dass wir Bildungsthemen diskutieren, wo eben Jugendliche Probleme haben, an dem Thema Migration, Integration, wo es von den Zahlen her keine Rechtfertigung dafür gibt. Ich glaub, das ist ein Faktum, dem man sich mit der Statistik auch auseinandersetzen muss. Wenn Sie das so sagen, dann... Schon, dass es immer weniger Kinder gibt, die in den Regelunterricht starten können, wenn sie Migrationshintergrund haben. Die Statistiken werden Sie auch kennen. Gerade Sie sind eine Oberösterreicherin, gerade auch aus Oberösterreich. Und das ist wirklich erschütternd, wenn nur 13, 14, 15% derjenigen, die den Kindergarten besucht haben, letztendlich dann den Regelunterricht besuchen können. Ich meine, bitte, das sind alarmierende Zeichen. Sie kennen das. Frau Eddin, ich würde Sie jetzt ganz gerne fragen, auch noch zum Thema Definition von wann ist jemand gut integriert. Sie haben nämlich, Sie haben in einem Zeitungsinterview nämlich mal gesagt, für Sie ist jemand integriert, wenn er Fladenbrot und Kässpätzle machen kann, das Menü der Vorarlberger Herkunft. Aber reicht das wirklich? Na, es ist so, dass es auf jeden Fall überspitzt gesagt hat. Es ist so, dass in allen Ebenen Teilhabe in der Gesellschaft notwendig ist. Und wenn ich eben sprachlich, wir reden immer in der Politik und auch in der Gesellschaft, die Sprache und die Bildung sind sozusagen die Schlüssel für die Integration. Ich sage, es braucht beide Seiten. Die einen, die sich integrieren wollen, die eben teilhaben möchten. Bildungsmäßig, im Alltag, im Zusammenleben und in der Schule. Und dann die anderen, Klammer auf, Mehrheit gesagt, die muss das auch zulassen können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Vielleicht wird es verdeutlicht damit. Mein Sohn ist dreisprachig. Das heißt, eben Deutsch, dafür bin ich zuständig, Türkisch und Vorarlbergerisch. Und was passiert? Vor 2 Tagen oder 3 Tagen kommt mein Sohn in der 3. Klasse Volksschule, erzählt mir, dass seine Lehrerin gesagt hat, eben, er könne sehr gut Deutsch, für das, dass seine Muttersprache ja nicht Deutsch sei. Für das Kind, wo eben mit der deutschen Sprache aufwächst, das Kind Dornbirn, Vorarlberg eben seine Heimat ist und Deutsch noch immer wieder betont, wird automatisch dieses Kind eben an den Rand geschoben. Und wie soll sich dieses Kind dann versuchen zu sagen, okay, hey Leute, ich gehöre dahin. Das muss ermöglicht werden. Und das ist das, wo ich das Problem sehe. Die Teilhabe und Pflichten und Rechte, die gibt es. Die Pflichten muss ich auch erfüllen. Die Gesetze gibt es. Und die muss man auch umsetzen können. Und auch wenn sich nie, egal wer das ist, mit welchem Hintergrund dieser Mensch sich nicht an die Gesetze hält, dann muss es auch wirklich in dem Sinne
durch die Gesetzesmaßnahmen auch eingefordert werden. Aber so zu behaupten, also für mich ist Integration, also ich sage es immer, Integration ist, dass ich meine Herkunft nicht vergesse, diese Vielfalt, wo ich mitbringe, und mit dem, in dem Land, wo ich die kulturellen, was für mich wichtig ist, und das übernehme und lebe, das ist für mich Integration. Sind Sie einverstanden, Frau Habrapusahara, mit dieser Definition? Ja, ich möchte ganz, ich meine, das zeigt ja sehr schön, diese Diskussion, dass es hier unterschiedliche Definitionen und Zugänge gibt. Aber wenn wir uns dieses Thema aus der wissenschaftlichen Perspektive betrachten, aus der interkulturellen Pädagogik, merkt man auch, dass hier zwei Begriffe, zwei Konzepte vermischt werden. Das eine der Assimilation, das andere der Integration. Assimilieren im Sinne von, ich gebe mich auf, meine kulturelle, religiöse Identität etc., um mich anzupassen. Und das wird teilweise gefordert, aber mit dem Titel Integration versehen. Und das, also Sie meinen, es wird zu viel verlangt? Nein, es ist eine Vermischung. Es ist teilweise nicht ganz klar. Jemand spricht integriert euch, weil es gemeint, assimiliert euch. Im Sinne von, gebt dieses und jenes auf. Und ich glaube, was ganz wichtig ist bei dem Thema der Integration, was mir teilweise noch fehlt, ist dieser Aspekt der emotionalen Integration. Im Sinne von einer inneren Zugehörigkeit. Und da merken wir aber sehr schnell, wenn wir über Jugendliche sprechen, von denen gefordert wird, von Schülern, Schülerinnen, von denen gefordert wird, integriert euch, wo die sich denken, wohin sollen wir uns denn integrieren? Mhm. Das ist doch meine Heimat. Ich bin doch hier aufgewachsen, geboren. Und aus der wissenschaftlichen Perspektive in der Debatte versehen wir sie mit dem Label sogenannte zweite, dritte Generation, wo man sich dann die Frage stellt, wie lange wollen wir denn noch mitzählen, wie lange es zurückliegt, dass in der Familie jemanden gibt, der sozusagen einen Migrationshintergrund hat, der aus dem Ausland gekommen ist. Ich glaube, wir müssen auch bei der Sprache ansetzen und diese Bezeichnungen von mit Migrationshintergrund auch mal erkennen, dass hier teilweise ganz gezielt Personen, Menschen als fremd markiert werden. Mhm. Im Sinne von also ich finde dieses Zitat von Mona Singer, eine Philosophin, sehr schön, nämlich Fremde kennt man nicht, Fremde erkennt man. Sie werden gezielt erkennbar gemacht. Und da denke ich mir, da ist es doch viel wichtiger auch zu schauen, Integration, dass es hier teilweise schon ein veraltetes Konzept ist. Das ist den Menschen, wie schon sehr oft gefallen ist jetzt von meinen Mitdiskutantinnen, es geht um Partizipation, Teilhabe. Und da braucht es aber auch das Gefühl von angenommen sein, anerkannt werden und dass die Stimme auch gehört wird dementsprechend in der Gesellschaft. Also wir hören schon, es gibt sehr viele unterschiedliche Definitionen oder Wahrnehmungen von Integration. Und trotzdem, Herr Landeshauptmann, auch die Mahnung, diese Probleme in der Schule, die sich eigenartigerweise ja hauptsächlich auf die Schule zu fokussieren scheinen, die Sie ja ganz bewusst und auch Landeshauptmann Nissl im Zusammenhang mit Integrationsunwilligkeit genannt haben. Jetzt frage ich mich, wenn man dann im Nachhinein immer sagt, na ja, gut, wenn die Kinder in der Schule schlimm sind, dann trifft das alle und für alle gelten die Gesetze gleich, aber irgendwas muss es ja auf sich haben, wenn Sie sagen, es geht um Integrationsunwilligkeit. Na, es geht darum, dass man das Angebot in der Schule verbessert. Und es gibt auch bei österreichischen Schülern einen immer größeren Anteil, die eben nicht in die Schule gehen oder wo die Eltern nicht kooperationsbereit sind. Aber verzeihen Sie, Herr Landeshauptmann, ja, genau, die haben Sie in dieser Debatte doch nicht angesprochen. Wir haben beide gemeint, es gilt für alle das Gleiche. Es haben alle die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten. Sehr logisch. Also damit meine ich genauso die österreichischen Schüler als eben alle anderen Schüler. Und dass das Angebot in der Schule verbessert werden soll, dass es eine Ausbildungspflicht bis 18 Jahre geben soll. Und es sagt eine andere Statistik, dass zum Beispiel Schulabbrecher 26% mit Migrationshintergrund sind und 5% österreichische Schüler Schulabbrecher sind. Und da geht es mir sowohl um die 26% als auch um die 5%. Und wer sind dann die anderen 69, wenn ich mal die 100 irgendwie... Zusammen 26 und 5 sind 31. Das ist auch eine Statistik, die ich mir beim Herfahren angesehen habe, wo eben der Anteil der Schulabbrecher mit Migrationshintergrund größer ist. Das ist die Statistik, die auch offiziell so bekannt gegeben wurde. Also muss ich mich kümmern, sowohl um die 5% als auch um die anderen und das Angebot im Schulbereich verbessern, die Ausbildungsgarantie oder die Pflicht bis 18 Jahren machen, damit es keine Schulabbrecher gibt, damit jeder mehr Chancen haben und dass es eine Chancengerechtigkeit für alle gibt. Und das ist die Basis und das wird ja auch europaweit so diskutiert. Das ist ja nicht eine Diskussion, die wir hier
beim ORF führen und die österreichweit geführt wird. Sie brauchen ja nur nach Deutschland fahren, was die deutsche Sozialdemokratie zur Integration sagt, was der Sigmar Gabriel sagt, was in anderen europäischen Ländern gesagt wird. Also das ist ja allgemein in Europa klar, dass die Bildung das Fundament für Integration ist und dass ohne Bildung nichts geht. Also insofern ist ja das für mich klar. Und ich komme vom Bildungsbereich und ich kenne viele Kolleginnen und die meisten E-Mails habe ich von Pädagoginnen bekommen, die eben gesagt haben, in der Schule gibt es Probleme, dass die Frau nicht akzeptiert wird, die Pädagogin nicht akzeptiert wird. Ja, also insofern muss man dort auch unterstützend tätig sein. Ja, das geht, weiß ich schon, nicht nur mit Schulpsychologen, sondern mit Sozialhilfe, mit gesetzlichen Möglichkeiten. Das habe ich ja selber als Hauptschuldirektor auch selbst schon erlebt, als ich noch tätig war, dass Schüler eben die Lehrerin, die Deutschlehrerin nicht akzeptiert haben. Aber und ich hoffe, dass Sie das Problem dort gelöst haben im Gespräch. Ja, natürlich habe ich es gelöst. Natürlich habe ich es gelöst. Aber jetzt gibt es ja schon größere Herausforderungen. Also muss man nicht nur die Statistik der Direktoren hier vorlegen, sondern muss auch die Meinung der Pädagoginnen in den Schulen auch zur Kenntnis nehmen. Herr Landeshauptmann, im Übrigen möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass Integrationsunwilligkeit, wenn ich mich nicht sehr täusche, vor ein paar Jahren in Deutschland das Unwort des Jahres war, als es dort heftig diskutiert wurde, ist schon ein paar Jahre her. Aber wir sollten dringend über eben Ihren und den Vorschlag von Landeshauptmann Voves reden, nämlich der jetzt auf dem Tisch liegt. Wer sich nicht integrieren will, der soll eben bestraft werden. Noch einmal, Stimmen von Menschen auf der Straße, sind Strafdrohungen sinnvoll, um Integration zu erreichen, haben wir gefragt. Damit wird man nicht viel erreichen. Nein, es ist auch nicht durchführbar. Wen wollen Sie strafen und wie messen Sie das Ganze? Also ich habe das sehr, sehr großes Problem damit. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, vielleicht wird es dann besser klappen. Also ich bin nicht dagegen. Ich bin mir nicht sicher, weil es gibt Familien, die zum Beispiel jetzt meine Mutter, sie möchte schon Deutsch lernen, aber sie hat nicht die Möglichkeit dazu, weil sie die ganze Familie ernähren muss. Sie muss arbeiten. Und sie hat nicht genug Zeit, müsste sie einen Deutschkurs besuchen und arbeiten. Also das, beides würde sicher nicht ausgehen. Ja, man sollte es auf jeden Fall androhen können. Also Strafen im Sinn, kommt halt drauf an, als was. Aber ich denke mal, wenn man hier leben will, sollte man sich auch integrieren können. Also das ist nicht so schwer. Ich behaupte es einfach im Gegenteil, was ich integrieren will, ab in die Heimat. Ganz einfach. Strafen, glaube ich, sage ich mir, kann man keinen, weil das muss von selber kommen. Vom Menschen her selber. Es ist wurscht, von wo der Mensch jetzt herkommt, aber strafen kann man keinen, glaube ich. Im Kindergarten soll man schon anfangen mit den Kindern einfach, dass man sie integrieren lässt und fördert. Und nein, mit Strafen geht gar nichts. Auch mit unseren Kindern ist es nicht gut gegangen, mit Strafen. Mit Strafen geht gar nichts, bekommen wir da zu hören. Ja, ich weiß nicht, wie sehen Sie das? Geht was mit Strafen? Nein. Das sind verschiedene Punkte. Ich meine, zum einen möchte man Schüler, Schülerinnen für ein veraltetes Schulsystem bestrafen? Das ist einmal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, Strafen, das ist sowas von jenseitig. Und wo wir schon gesagt haben in der Pädagogikdebatte, das haben wir doch schon das ist doch schon etwas, was wir überwunden haben. Eine schwarze Pädagogik jetzt wieder einzuführen mit Strafen und Androhungen, was ist denn unser Ziel in der Pädagogik? Was ist unser Ziel in den Schulen? Dass wir mündige Bürgerinnen und Bürger heranziehen und sie kompetent ausstatten, quasi für ihre Lebensrealität dann danach. Und jetzt soll es quasi von außen heraus, sollen die bestraft werden, gemaßregelt werden, anstatt dass man mit ihnen reflektiert, sitzt, vielleicht auch keine Symptombestrafung macht, sondern eine Ursachenforschung im Sinne von, wo liegt denn das Problem? Und hierfür braucht man aber auch Ressourcen. Und da ist die Frage, ist die Politik gewillt, da zu investieren? Gibt es den politischen Willen, das zu verändern? Die Psychologen werden das Problem nicht lösen können. Nein, Frau Herzog-Kunstenberger, ich hätte an Sie eine ganz konkrete Frage. Es gibt ja Strafen, es gibt Sanktionsmöglichkeiten. Ich glaube, für die Verletzung der Schulpflicht kann eine Verwaltungsstrafe von 440 Euro ausgesprochen werden. Ich glaube, die wird ganz, ganz selten ausgesprochen, weil man es zuerst eben irgendwie mit Verhandlungen versucht, hat das einen Sinn zu sagen, das kostet Verletzung der Schulpflicht, also Schwänzen von Unterricht oder Schwimmunterricht oder was weiß ich, kostet zukünftig 1.500 Euro. Wird sich dann irgendwas ändern? Also
meine Voraussage ist, dass es die Situationen in Familien, wo es so große Schwierigkeiten gibt, dass man bei all den vorhergehenden Stufen das Problem nicht lösen konnte, dass die Erhöhung der Geldstrafe die Lösung des Problems nicht bringen wird, weil es da meistens vielfältige Problemlagen gibt in der Familie. Also das sagen die Leute, die häufiger mit solchen Fällen zu tun haben, dass sie sagen, da gibt es so viele Probleme, die mit Sozialarbeit, mit Psychologie und so weiter gelöst werden müssen vorher, bevor man da überhaupt weiterkommt, sozusagen mit dem schulischen Erfolg. Überhaupt möchte ich sagen, dass die Professionalisierung in der österreichischen Schule, was die interkulturelle Elternarbeit betrifft, noch nicht stattgefunden hat. Also ich meine, der Punkt wurde ja schon genannt, das Bestrafen für etwas, was sozusagen im System noch hapert. Wir brauchen da einfach die kompetenten Lehrerinnen und Schulleitungen, die von Anfang an mit den Eltern, die sich schwer tun, die sich nicht auskennen, die auch Sprachprobleme haben, mit ihnen zusammenarbeiten. Und dass das, das sagen auch die Schulpsychologen, manchen besser gelingt als anderen, weil sie weniger und mehr kompetent sind jetzt die Lehrerinnen und Schulleiter, da muss man unterstützen und da muss man die Leute weiterbilden und sie nicht alleine lassen. Wenn wir zugehört haben, Herr Landeshauptmann, bei den Menschen, die auf der Straße gefragt haben, da kommt dann natürlich schon das eine oder andere Mal, na, wer sich nicht integrieren will, der soll ab nach Hause. Und das ist nicht so weit weg von dem, was Sie auch gesagt haben. Zur Not muss das so weit gehen, dass jemandem dann auch die Staatsbürgerschaft entzogen werden soll. Was muss jemand angestellt haben, damit Sie so weit gehen würden? Zunächst zur Pädagogik. Das ist natürlich in der Theorie, was Sie sagen, absolut richtig. Auch in der Praxis, dass man überzeugen soll, dass man die Kontakte herstellen soll, dass man aufklären soll, dass man Angebote über die Volkshochschulen machen soll. Das ist, soll man alles tun. Bin ja absolut dafür. Aber schlussendlich, was ist, wenn das nicht fruchtet, das letzte Konsequenz? Wir haben sie noch nicht getan. Es wurde ja noch nicht. Das gibt es ja jetzt schon. Also es gibt ja jetzt schon die Möglichkeit, ja, schon, wenn man zum Beispiel nicht in die Schule geht, das zu strafen. Das sind jetzt 400 Euro. Und der Vorschlag von was ist dagegen zu sagen? Kurz ist jetzt, dass es auf 1000 Euro erhöht wird. Also ich glaube nicht, wenn ich ein Problem habe in der Schule. So versteht es keiner. Jetzt ist die Frau Herr am Wort und dann können wir weiterreden. Also wenn wir davon reden, dass Frauen zum Beispiel diskriminiert werden oder dass Frauen nicht wirklich geachtet werden, würde ich mich auch freuen, wenn ich ausreden kann. Aber das ist jetzt ein Seitenhieb. Haben wir gerade geklärt. Danke. Ich glaube nicht, dass wenn ich ein Jugendlicher bin, und das ist ja bei mir jetzt nicht so lange her, und wenn ich offensichtlich ein Problem habe in der Schule und dort nicht gern hingehe, dass das Problem dann gelöst wird, wenn ich sage, ja, jetzt zahlen meine Eltern nicht nur 400 Euro, jetzt zahlen sie 1000 Euro, jetzt werde ich in die Schule gehen. Ich glaube, wenn es da wirklich ein Problem gibt, wenn ich mich dort nicht wohlfühle, dann muss man das anders lösen, als zu sagen, zu strafen. Das ist eine Law-and-Order-Politik, das wird es bei mir im Kopf überhaupt nichts ändern. Also ich soll mich ja wohlfühlen in der Schule, ich soll dort ja gern hingehen. Und jetzt zu sagen, ah, wenn du das nicht magst, dann wird aber das und das passieren, das bringt ja nur noch mehr Unzufriedenheit. Und was ich noch gern in den Raum stellen würde, ich glaube nicht, dass Integration nur über das Thema Bildung erreicht werden kann. Es muss ja auch also für erwachsene Menschen beispielsweise eine Lösung gehen, wenn man jetzt zum Beispiel zum Thema Asyl, Sonderform von Integration geht. Tun wir das bitte nicht zu sehr vermischen, weil sonst kommen wir immer... Ich wollte sagen, eine Sonderform, man darf es nicht vermischen, es sind zwei Paar Schuhe. Aber oft sitzen Menschen zum Beispiel 5 Jahre lang in Asylverfahren und die würden gerne arbeiten. Und ich denke, dass es sinnvoll wäre, zum Beispiel für die auch den Arbeitsmarktzugang zu öffnen. Weil ich glaube, auch der Arbeitsplatz kann ein Ort sein, wo man gut sich austauschen kann, neue Leute, also einfach diese Kultur, von der wir ja immer sprechen, ich glaube, man kann sie sehr schwer definieren, aber auch kennenlernen kann. Also es muss nicht nur das Thema Bildung sein, es kann auch der Arbeitsplatz sein. Und da wäre es auch an der Zeit, endlich auch beim Arbeitsmarkt sich zu öffnen. Beispielsweise für AsylwerberInnen, dass die nicht zur Untätigkeit gezwungen werden. Herr Heimbuchner, Sie haben eine Sonderform von finanziellen Strafen aufs Tapet gebracht. Man soll diesen Leuten die Sozialhilfe streichen, habe ich neulich in einem Interview von Ihnen gelesen. Aber warum gehen Sie davon aus, dass alle diese Leute, die dieses Problem haben, Sozialhilfeempfänger sind? Ich habe gemeint Sondergelder, wie zum Beispiel Familienbeihilfe oder Wohnbeihilfe. Und ich finde das eine interessante Diskussion. Wir brauchen natürlich schon Regeln. Ich glaube, das ist allen hier bekannt. Ohne Regeln funktioniert das Zusammenleben nicht. Die sind nur dann wirksam, wenn es auch Sanktionen gibt. Wenn sie zu schnell fahren auf der Autobahn, gibt es auch eine Sanktion. Da braucht man nirgends mehr Sanktionen. Da braucht man dann irgendwelche Sitzgruppen. Und so wird das nicht funktionieren. Es hat der SPD-Bürgermeister Buschkowski gesagt, wenn
das Kind nicht in die Schule kommt, dann kommt auch kein Geld auf das Konto. Das ist eine sehr deutliche, das vielleicht auch eine drastische Aussage. Ja, aber das ist nicht wegen dem zurückgetreten, das ist sehr akzeptiert. Ich glaube, Herr Landeshauptmann, das werden Sie auch anerkennen. Und irgendwo muss man schon einmal eines sehen. Wenn Menschen zu uns kommen, dann muss man auch unsere Regeln in unserem Land auch akzeptieren. Und es gibt ein Akzeptanzproblem. Bitte lassen Sie mich auch ausreden. Lassen Sie mich bitte auch ausreden. Ich würde gerne wissen, ob ich überhaupt integriert bin oder nicht. Das würde ich gerne wissen. Dann hat man auch die Regeln zu akzeptieren. Welche meinen Sie denn? Dann kennen wir uns aus, wenn Sie uns das sagen. Ich sage Ihnen ein paar Beispiele aus meiner praktischen Erfahrung. Ich war als Rechtsanwaltsanwärter tätig, habe dort Pflichtverteidigungen gemacht. Und ich kann mich noch erinnern, einmal, es war ein Bürger mit Migrationshintergrund in Haft. Und ich habe ihm dann erklärt, es gibt dann die Haftverhandlung und die Richterin wird ihm dann mitteilen, ob die Haft verlängert wird oder nicht. Was war der erste Satz? Frau als Richterin akzeptiere ich nicht. In anderen Bereichen eine Lehrerin akzeptiere ich nicht. Und dann haben wir das Problem, bitte, und das gibt es ja auch, Schullandwochen zum Teil, Schwimmunterricht. Bitte, woran liegt das? Das liegt doch bitte nicht an unserer Gesellschaft, dass wir sagen, wir sind alle so böse, da gibt es eine falsche Willkommenskultur, sondern natürlich gibt es bei uns Parallelgesellschaften und ich glaube, das muss man auch einmal ganz offen, ohne Denkverbot einmal ansprechen. Also das gibt es leider Gottes bei uns. Das gibt es ja auch zwischen Oberschicht und Unterschicht. Das gibt es, aber ich würde nicht andauernd sagen, die Gesellschaft ist schuld. Und zur Erwerbsquote zum Beispiel, ist ja auch interessant. Dass bei einem 15- bis 65-Jährigen, bei den 15- bis 65-Jährigen ist die Erwerbsquote bei den Migranten viel geringer. Und zwar beträgt sie dort 65%. Und wir müssen uns auch über diese Zahlen, Daten und Fakten unterhalten. Und es ist ja viel Richtiges auch gesagt. Okay. Ich bin nur der Meinung, es muss Sanktionen geben, aber man muss auch vorher ansetzen. Man muss auch vorher ansetzen, wer kommt überhaupt zu uns. Und zum Asyl sage ich nur eine Sache. 75% der Asyl Bescheide sind bitte. Negativ. Ja. Ja, das muss man aber auch dazu sagen. Ja, schon gut. Ich weiß schon, wir wollen, ausreden lassen, nein, aber ist, dieses Thema ist angesprochen nicht, worden. Nur wir wollen nicht fünf Diskussionsebenen miteinander vermischen. Ich würde gerne eine Sache mal vielleicht ausdiskutieren, Frau Edin. Die Feststellung sehen Sie, und dann vergisst man es auch, weil so viele Sachen auf einmal kommen, worauf ich Sie jetzt gerade ansprechen wollte. Thema Parallelgesellschaften, da haben Sie gleich gesagt, ja, die gibt es zwischen Oberschicht und Unterschicht, aber Sie werden doch nicht leugnen, dass es zum Beispiel in Wien, wenn Sie sich mal umschauen, ganze Bezirksteile gibt, wo Menschen zum Beispiel aus der Türkei offensichtlich am liebsten unter sich bleiben und sich nicht vermischen mit anderen. Sehen Sie das problematisch oder ist das in Ordnung für Sie? Nein, also ich denke, wenn es darum geht, dass diese Menschen dort sich wohlfühlen und teilhaben, es ist ja nun nahe, wenn es in den Gemeindewohnungen, das erlebe ich zum Beispiel in Vorarlberg auch, statt dieser Durchmischung passiert es so, dass man in einer Gemeindewohnung eben um der Mehrheitsgesellschaft sozusagen netten Gesten, weil sich eben viele beschweren zu sagen, okay, mit den Türken wollen wir nichts zu tun haben, mit den Österreichern wollen wir nichts zu tun haben. Und dann ist es so, dass es sehr wohl Menschen gibt, dass man sagt, okay, bewusst auch diese Parallelgesellschaft schafft. Aber was heißt es? Diese Menschen, also es wurde nie gefragt, diese Menschen fühlen sich dort wohl und diese Menschen haben in der Gesellschaft teil, die können ja die deutsche Sprache, sie haben die Bildung, sie sind also wirklich beruflich integriert. Was passiert? Ich habe tagtäglich auch Mails, wie Sie bekommen, bekomme ich auch von jungen Studenten, die sprachlich überhaupt keine Probleme haben, gebildet sind und das Studium fertig haben. Was passiert? Sie bekommen nicht einmal einen Termin zu einem Vorstellungsgespräch. Wissen Sie warum? Weil eben der Name, ich sage für Vorarlberg, nicht alemannisch klingt. Und das ist das Problem, dass sehr viele Menschen auch diesbezüglich diskriminiert werden. Wir reden immer von der Politik, Bildung ist Schlüssel für Integration, Sprache. Und wenn ich diese Jugendliche hernehme, dann frage ich mich, wo ist das Problem? Und ein Jugendlicher, das muss ich Ihnen zitieren. Wir sind schon ein Stück weiter. Entschuldigung, lassen Sie mich kurz reden, weil ich denke, das ist sehr wichtig. Ja. Ein Jugendlicher auf meinem Facebook. Integration, Fragezeichen, Kind mit Migrationshintergrund, Gastarbeiter, Immigrant, Türke, Moslem, Kanake, Ausländer, Terrorist. Nur nie durfte ich Österreicher sein. Wer ist jetzt unwillig,
Ich oder der Staat? Das sagt ja alles. Also ich denke mir, diese Möglichkeit zu ermöglichen, dass man in jedem, wirklich in jeder Suppe ein Haar sucht, das darf nicht sein. Zum Beispiel der Herr Nissen. Jetzt muss ich Sie unterbrechen und muss die Frau Abuzara noch mal zu Wort kommen lassen, weil wir haben schon einige Sachen gehört. Zum Beispiel der Herr Heimbuchner hat das erwähnt, dass Menschen Probleme haben mit zum Beispiel weiblichen Richterinnen, dass sie Probleme haben mit Schulandwochen und anderen Dingen. Und dann fragt sich, wie kann man eine gesellschaftliche Norm, einen akzeptierten Umgang, der halt in Schulen, auf Gerichten, auf Ämtern oder so bei uns halt so ist, durchsetzen, wenn es keine Sanktionsandrohungen gibt. Geht das? Ich meine, es sind jetzt viele verschiedene Punkte gefallen, aber zu diesem einen... Um Sanktionen geht's. Ja, also zu diesem einen Häftling zum Beispiel, was war denn seine Wahl? Er musste sie akzeptieren. Also das ist ja zum Beispiel ein Thema, wo man eben sieht, dass das Einzelfälle sieht, also wo es nicht nur bei Muslimen. Es gibt auch noch andere, es gibt auch noch andere, die sagen, Migranten, Österreicher, habe ich auch selbst Erfahrung gemacht haben, wo ich Kontakt hergestellt habe, wo ist denn der Mann, da, mit dem machen wir das aus. Das ist kein Thema des Islams, das muss man mal festhalten, das ist das eine. Und wir merken, welche Brille setzen wir uns auf. Es heißt hier immer wieder, wir wollen Probleme offen ansprechen. Dieses offen ansprechen erzeugt ein gewisses Klima, das sozusagen unser gesellschaftliches Klima auch bedroht und auch teilweise Hetze betreibt. Also wenn man Einzelfälle aufbauscht und sagt, die muslimischen Männer akzeptieren die Richterinnen nicht. Das stimmt ja in der Form nicht. Und auf der anderen Seite, wenn wir über Parallelgesellschaften sprechen, und es fällt die türkische Gemeinschaft, die ja gar nicht die größte Migranten-Community in Österreich ist, das sind ja die Deutschen, nur mal so nebenbei erwähnt, dann ist ja immer die Frage, worum geht es da eigentlich? Also was möchte man hier für ein Klima aufbereiten? Geht es hier wieder um Islam-Bashing oder geht es hier wieder um eine gewisse Aufbereitung von einem Wahljahr? Und Parallelgesellschaften, ja, es gibt Bezirke in Wien, die sind bunt durchmischt. Es gibt Bezirke in Wien, wo man das Gefühl hat, da gibt es türkische Bäcker etc., Jetzt ist die Frage, wie nehmen wir das wahr? Ist es so Marché, ist es eine Bereicherung oder, oh mein Gott, die wollen ja nur unter sich bleiben. Dasselbe haben wir im 1. 13. Bezirk auch. Gibt es denn da vielleicht auch Österreicher, Österreicherinnen, Alteingesessene, wo man sich denkt, na, wo ist denn da die Vielfalt? Also sind wir da 2015 wirklich da angekommen? Und dann stellt sich die Frage, wie blicken wir auf dieses Thema des Zusammenlebens in Österreich? Worum geht es uns? Geht es um die Frage, wollen wir zusammenleben, oder wie wollen wir zusammenleben? Und bei diesem Wie hat man das Gefühl, dass man sich wirklich Steine in den Weg legt, wenn man immer wieder mit dem Finger auf Problemfälle zeigt, wenn auch die muslimische Community eine ist, die selbstbestimmt, wunderbar, ohne Probleme in Österreich lebt und auch für sich eine österreichische Identität beansprucht. Das haben wir jetzt alle verstanden, Ihren Punkt, aber meine Frage war ja ganz eigentlich eine ganz andere, nämlich die Frage, wie soll man Dinge durchsetzen können, wenn es keine Sanktionen gibt? Im Dialog. Im Dialog und was ich vorhin auch schon gesagt habe, ist nämlich, was ich befremdend finde, nur ein Punkt, was ich befremdend finde, ist, wir wollen darüber reden, wir wollen was besser machen. Ja, wir wollen etwas verbessern und führen einen offenen Dialog miteinander. Wie können wir es besser machen? Und dann ist es schon befremdend, wenn man sagt, es braucht den politischen Willen dazu, es braucht auch die finanziellen Mittel dazu. Wie zum Beispiel beim Integrationsthema an der Schule fehlt teilweise die Ressourcen. Wir haben es auch schon gehört, dass wir Lehrer, Lehrerinnen brauchen, die interkulturell geschult werden. Da braucht es eine Verstärkung in der Ausbildung, Fortbildung. Es fehlt das Geld. Aber bei der Aufrüstung, sage ich jetzt mal, im Polizeibereich sind fast an die 290 Millionen Euro sind da, wo man sich die Frage stellt, was ist mit dem Bildungsbereich? Was ist mit anderen Bereichen? Also solche Sachen gegeneinander aufzurechnen, ist vielleicht schwierig. Nein, wo man das Gefühl hat, wir wollen Probleme lösen, warum gehen wir es dann nicht gesamtgesellschaftlich an und schauen uns das an, dass wir das präventiv lösen im Dialog, in einem Dialog auf Augenhöhe. Herr Landeshauptmann, Sie sind mir die Frage schuldig geblieben, für welches Delikt Sie denn jemanden die Staatsbürgerschaft aberkennen wollten. Und nämlich, wenn Sie immer so betonen, das gilt alles für Migranten und für Österreich gleichermaßen, würden Sie den Österreichern auch die Staatsbürgerschaft bei gewissen Delikten aberkennen, wenn Sie, weiß ich jetzt nicht genau, was da die Grundlage dafür sein sollte. Geht gar nicht. Eben, wohin? Das geht natürlich schon, denn wenn jemand, zum Beispiel ein Österreicher, bei der französischen Armee kämpft, dann wird ihm die österreichische Staatsbürgerschaft aberkannt. Hat jetzt nicht unmittelbar was mit Integrationsproblemen zu tun? Ja, jetzt kommt ja der Vergleich. Wenn ein Österreicher in den Dschihad
zieht, ja, dann wird ihm die Staatsbürgerschaft nicht aberkannt. Also insofern hat das schon etwas zu tun, dass auf der einen Seite, wenn ich auf der französischen Seite bin, auf der europäischen Seite, wird mir die Staatsbürgerschaft aberkannt. Und wenn ich in den Dschihad ziehe, dann wird das nicht aberkannt. Also insofern muss man da auch schauen, wie die Gesetze zu verändern sind, weil das ist ungleich. Gut, das ist das eine. Lassen Sie mich noch eine Nachfrage stellen, bitte, Herr Einbuchner. Denn die andere Frage ist, und damit beschäftigen sich ja viele in den vergangenen Tagen in der Diskussion, wie soll denn ein Tatbestand lauten, wenn sich zum Beispiel ein Vater weigert, mit der Lehrerin zu sprechen? Das kann ich aus eigener... Sie haben ja absolut recht. Na, wie ist dann der Tatbestand? Naja, Moment, es ist ja absolut richtig, dass der Dialog im Vordergrund stehen soll. Ja, das ist ja gang und gäbe und das machen ja die Lehrerinnen und Pädagoginnen und Pädagogen ja in einem großen Ausmaß, dass man die Leute überzeugt im Dialog. Aber es gibt eben eine Gruppe auch von Österreichern und Nichtösterreichern, wo das alles nichts nützt. Und da muss am Ende, wenn keine Kooperationsbereitschaft ist, das Kind nicht in die Schule geht, muss es nach vielen Dialogen und nach vielen Versuchen als letzte Konsequenz natürlich auch eine Strafe geben. Das ist jetzt der Fall, da soll man sich überlegen, ob das nicht auch für kooperationsunwillige Eltern gilt, wieder unabhängig davon, ob Österreicher oder Nichtösterreicher. Also das ist ja... Ohne dem braucht man ja kein Gesetz, wenn nicht irgendwo zum Schluss nach vielen Dialogen, nach allen Versuchen weiterhin die Kooperationsunwilligkeit steht. Ich meine, da muss man doch die Lehrer auch ein bisschen unterstützen. Die bemühen sich, die führen die Dialoge, die machen das ja alles. Natürlich muss man es besser schulen und ausbilden, aber da gibt es ja schon viele... Viele, viele Ausbildungen. Es ist ja nicht so, dass die Lehrer keine Ausbildung haben. Also Titel, also, natürlich halte fest. Aber das gibt es ja schon. Das wird ja sehr, sehr vieles in Wien, in anderen Städten getan. Da werden ja große Ausbildungen getätigt. Aber am Ende muss es Sanktionen geben. Sonst hat ja das Gesetz gar keinen Sinn. Ich halte fest, es könnte heißen Kooperationsunwilligkeit oder Gesprächsverweigerung. Und das wird dann halt bestraft. Integration bei Strafe geboten. Wahlkampfgetöse oder kommt da tatsächlich was nach? Wir werden sehen. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für die Diskussion. Danke fürs Kommen ins Studio. Danke auch Ihnen, meine Damen und Herren. Und falls Sie noch Lust auf mehr ORF 2 haben, hier läuft gleich der preisgekrönte Doc-Film Everyday Rebellion über gewaltlosen Widerstand. Sicher sehr interessant. Ich sage Ihnen danke für heute. Bis nächsten Sonntag. Machen Sie es gut.